So, herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme Let's Play Train Simulator 2015, lange wieder her. Ja, und heute fahren wir eine besondere Strecke Lübeck-Hamburg von der Strecke Hamburg-Knotenpunkt Version 5, glaube ich. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja, das ist ja schon die dritte Aufnahme. Die anderen haben es verkackt. Die eine, ja, falsche Wegmarke und die andere nicht. Die andere ist abgestürzt nach der Aufnahme, auch nach Aufnahmestart. Ja, Lübeck-Hamburg. Ausnahmsweise fahren wir aber nicht bis Hamburg. Wir fahren bis Lübeck-Ahrensburg, weil Hamburg so verbuggt ist auf der Strecke, dass das Spiel größtenteils bei no eine Chance von 99% abstürzen wird. Deshalb fahren wir nur bis Ahrensburg und hoffen, dass es da nicht abstürzt. Weil die Strecke hat ein paar Macken, aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich gut. Ja, wir fahren auch mit der 218 nach Hamburg Hauptbahnhof. Ganz einfach, weil, ja, wir hätten 100, ich habe eine 112 gekauft, aber die fährt als KI-System. Ich habe gedacht, tja, warum nicht lieber eine Baureihe 118, 100, eher 218? Ist doch was Schönes, eine Ausnahme. Unsere 112, die wir normalerweise fahren sollten, ist nämlich kaputt gegangen. Deswegen ist die 218 vorgespannt worden, weil der Zug nicht ausfallen darf. Naja, machen wir es halt. Und gut. Ja, ich habe mir die Mühe gemacht, hier mal den ganzen Bahnverkehr hier in Lübeck originalgemäß aufzubauen. Je nachdem fahren sie auch pünktlich. Je nachdem, wo sie hinfahren, ab. Je nach Originalfahrplan. Er fährt jetzt zum Beispiel los nach Bad Kleinen. Hab mir extra sehr viel Mühe gegeben. Allerdings ist Lübeck Hauptbahnhof nicht ganz original. Da nicht ganz, was heißt komplett nicht original. Aber dafür, dass es kostenlos ist, ist es nochmal ein Fortschritt. Zum Beispiel sind die Gleise, normalerweise ist Gleis 1, ja, wäre der Bahnsteig auf der anderen Seite komplett, statt hier, dort. Aber was soll man da machen? Ist es kostenlos, aber dafür nehme ich, drücke ich ein Auge zu. Normalerweise fehlt da oben auch eine, geht es hier nach oben und hier oben wäre es noch weiter, aber egal. Ich habe doch mal gehört, neuerdings, es soll eine neue Strecke kommen, Lübeck-Puttgarden. Ich bin mal sehr gespannt, ob die was wird. Ich freue mich schon auf jeden Fall, wenn die kommt. Vor allem, weil ich ja alles liebe, was mit meiner Heimat zu tun hat. Dazu zählen auch Züge und so. Jetzt müsste halt nicht der Zug nach Lübeck-Travemünde auch abfahren, ne? Jawohl, habe ich sogar recht. Sehr schön. Der hat's aber ganz schön eilig, ne? Joa. Na, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn die Strecke Lübeck-Puttgarden kommt. Vielleicht machen die sogar bis Hamburg, Hauptbahnhof. Und hoffentlich auch Lübeck-Travemünde Strand dazu. Und wenn es noch besser ist, die ganzen Hafenstrecken und so, das wäre richtig geil. Aber ich glaube, da ist ein bisschen zu viel jetzt gewünscht. Ich denke mal, da machen Lübeck-Puttgarden und vielleicht auch Hamburg, aber dass sie Travemünde Strand noch dazu machen würden, das wäre echt eine kleine Chance und ich würde mich exzellent richtig aufregen und freuen. Also in die Lüfte springen. Und natürlich auch die ganzen Nebenbahnen hier zum Beispiel, ja, Lübeck hier überall hin. Was halt geht. Alle Nebenstrecken. Die sind auch nicht sehr lang. Naja, ich habe gedacht, wir machen jetzt erstmal ein Thumbnail. Mit unserer Lok, die wir heute fahren. Ja, das ist, sieht doch eigentlich so schick aus. So. Ich mache das ja gerne während der Aufnahme, weil da kann man sehen, tja, die Aufnahme ist original dabei, das Foto. Von daher ist das Thumbnail auch nicht gelogen. Gut, wir rüsten am besten unsere Lok auf und lassen die Passagiere mal rein. Wir fahren mit original Fahrplan. Die PZB lassen wir aus, weil die Strecke verbuggt ist. Ein bisschen. Da funktioniert die PZB nicht ganz so, wie sie soll. Ja, ich erkläre euch jetzt mal den Fahrplan. Lübeck, da fahren wir ab 12:08 Uhr. Unsere Ankunft, unser nächster Halt ist in Rheinfeld um 12:17 Uhr. Abfahrt ist da 12:18 Uhr. Versuchen, den mal einzuhalten. Dann haben wir 12:24 Uhr an Oldesloe. Müssen wir ankommen bei Oldesloe. Und 12:25 Uhr wieder abfahren bei Oldesloe und dann Ahrensburg. Da habe ich jetzt keine Zeit aufgeschrieben, weil normalerweise fährt er bis Hamburg durch. Aber da wir in Ahrensburg anhalten, geht das nicht anders. Wir gucken mal, wann wir ankommen. Ja. Gut, soweit hätten wir alles besprochen. Wir müssen gleich mal das Zusatzsignal 1 anfordern. Das sind diese drei
Lampen unter dem roten Signal. Ich hoffe, man sieht den Mauszeiger jetzt, weil ich habe den ausgeblendet eigentlich. Okay, den sieht man da nicht, bestimmt. Auf jeden Fall leuchten dann drei weiße Lichter. Das heißt, das ist ein Ersatzsignal, falls das rote oder das grüne nicht funktioniert. In dem Fall müsste es ja nicht funktionieren, wenn das nicht aufleuchtet. Lichter halt auf der Strecke so. Naja. Wir können doch mal aus dem Fenster gucken, ne? Hui, sieht das nicht schön aus hier. Naja, außer dass der Bahnhof nicht original ist, aber trotzdem. Guck mal, der Zug von Richtung Kiel fährt auch ab. Ja, die Linz sind hier ziemlich weit verbreitet, außer nach Bad Klein. Da fahren irgendwie sehr häufig die Alten noch. Ich glaube, das weiß die 6. Oh, ich vergiss die Ziffern immer. 628 war das, glaube ich, ne? Ja, kommt hin. Tut mir leid, wenn ich das falsch gesagt habe, aber ich denke mal, das ist schon richtig. Gut. Soweit, so gut. In einer Minute 30 haben wir Abfahrt. Eigentlich sieht ja bis jetzt, wir können mal wieder rüber hier. Sieht ja alles ziemlich gut aus. Passagiere sind schon eingestiegen anscheinend, aber wir warten noch. Wir kriegen ja auch noch Ersatzsignal. Das fordern wir 30 Sekunden vor Abfahrt an, weil das erlischt auch irgendwann die Gültigkeit und so. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Gut, wir könnten ja schon mal Fahrtrichtungswender nach vorne machen. So. Bremsen sind übrigens auch nicht angezogen. Mensch, was ist denn hier los? Ein Szenario startet ohne angezogene Bremsen? Mensch, geht ja gar nicht hier. So, vorne haben wir Spitzenlicht, ne? Jo, super, sehr schön. Gut, wir fordern dann das Zusatzsignal schon mal an. Tap. Genehmigung zum Erfahren des halbzeigenden Signals erteilt. Guck mal, jetzt leuchten die drei Lämpchen da, das heißt, wir dürfen fahren. Gut. Ja. Gut, auf geht's. Alles nach Fahrplan, sehr schön. Ich mag ja das Geräusch so sehr von der 218. So eine schöne Lok. Und jetzt bloß raus hier. Wir fahren jetzt mal, ich habe extra, normalerweise fährt der Regionalexpress immer außen rum, rechts hier oben. Allerdings habe ich das mal gedacht, ja gut, lassen wir das mal. Wir fahren mal originalgemäß, also nicht originalgemäß, aber wir fahren mal durch den Hauptbahnhof. Ganz einfach, um das mal ein bisschen so zu zeigen. Ein bisschen original sieht das ja schon aus, aber nur ein bisschen. Ist halt schön. Guck mal, hier ist die kaputte 212, die nicht zum Einsatz durft. Doppelstockwagen, Linz sind hier. Das ist halt das Bahnwerk hier von Lübeck Hauptbahnhof. Hier stehen die immer sehr gerne. Ja. Hier ist auch ein Depot, allerdings ist das normalerweise nicht mehr in Betrieb und da sind auch keine Gleisanschlüsse mehr. Da hat der Entwickler nicht dran, glaube ich, gedacht, aber macht nichts, es ist eher eine kostenlose Strecke, das und dann noch ziemlich riesig, würde ich sagen. Und hier ist noch hier ist der Verein der historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck, glaube ich, so hieß er. Ja, die Wagen sind da original, stehen da auch noch. Inklusive V200-007, eine Köf und eine 160, eine alte. Ja. Da hätten wir den Güterbahnhof, den sehen wir allerdings jetzt gleich nicht, weil wir da, ja, hätte so ein Ding fahren, wo ich mich überhaupt nicht dran erinnern kann, dass das Ding noch da ist. Aber ich bin mal gespannt, wenn Puttgarden rauskommt, wie das alles übersetzt wurde. Und ich hoffe, das dauert nicht so lang, aber ich habe gehört, der Rohbau sei schon fertig, also die Gleise legen. Jetzt kommt noch die Landschaft und so. Bin ja mal gespannt. Lübeck-Puttgarden, ob das was wird. Auf jeden Fall freue ich mich schon, ich werde auf jeden Fall sofort aufnehmen.
Ist halt meine Lieblingsstrecke. Nein, nicht meine Lieblingsstrecke, aber eine richtig geile. Jetzt habe ich Lust auf Coca-Cola. Warum wohl? Warum habe ich jetzt Lust auf Coca-Cola? Oh, mal hier, Rangierlok. Gut, wir haben Halt zu erwarten. Allerdings bezweifle ich das. Guck mal, das meine ich, da die Strecke ziemlich verbuggt ist. Guck mal, hier haben wir gelb und hier haben wir schon wieder grün. Das ist so eine der Bugs, die ich meinte. Dass die Strecke nicht ganz funktioniert und einwandfrei mit der PZB. Normalerweise setzen wir jetzt einfach rüber auf das andere Gleis. Seht ihr? Und da schon wieder grün. Also dürfen wir nicht auf jedes Signal hören, obwohl eigentlich müssten wir das, sich aus Sicherheitsgründen. Es könnte ein original rotes plötzlich kommen. Von daher halten wir lieber an dann. Und wir können jetzt mal 80 fahren. Ist jetzt, was machen wir denn hier? Oh nein! Du doofes Szenario. Oh, ernsthaft. Jetzt fahren wir wirklich auf den Gegner. Auf den Gegner. Auf den. Ah, Gegner, ey. Ja. Fahrdienstleiter, bist du besoffen oder so? Oh, ich habe schon gedacht, ich habe schon wieder Scheiße gebaut im Szenario erstellen. Oh. Naja, wir sind wieder rechts. Das ist das Wichtigste. So, und jetzt weg hier. Ich will nicht mehr schnell fahren. 180, na, geht doch. Ja, und Sifa, du musst dich nicht melden. Ich passe schon auf. Obwohl, doch, du meldest dich lieber, sonst gibt es eine Zwangsbremsung. Oh, 140, sehr schön. Und ich denke, ich habe mich auf Steam offline gestellt. Ich glaub's nicht. Ich habe mich sogar. Ach, ich habe das Spiel neu gestartet. Oh, na egal. Oh, guck mal, ein Güterzug. Auch gut. Der fährt bestimmt nach Lübeck, Skandinavien, Kai. Da müssen ja auch ihre Güter hin und so. Wie gut, dass das Ding 140 fahren kann. Weil sonst hätten wir Verspätung. Wir kommen 12.12 Uhr da an. Wir sollen erst 12.17 Uhr da ankommen. Okay. Haben wir ein bisschen Zeit, um uns in den Rheinfeld, obwohl da nicht sehr viel ist, umzuschauen. Aber wir fahren einfach mal ein bisschen weniger. Oh, ich sehe gerade, das ist verbuggt. Wir haben ja schon 12.14 Uhr. Wir volle Fahrt aufnehmen. Ja, auch geil. Die Kilometeranzeige ist eingefroren. Und ich wette nicht, dass das 220 Meter nur sind. Bestens. Bestens. Auch egal. Ja, also hier ist es ziemlich leer, sag ich mal. Aber naja, so sieht es eigentlich im Original auch aus. Und ich weiß nicht, was man im Simulator da stattdessen noch hintun kann. Außer dass diese Telefonleitung da ab und zu mal aufhört und wann nicht. Und hier ein toter Baum liegt.
Natürlich habe ich extra auch die 218 vom FAPIX genommen. Ach, Rail Traction. Rail Traction. Rail Traction. Ich kann es nicht anders aussprechen. Irgendwie ist mein Englisch nicht sehr perfekt irgendwie. Ja, weil die andere, die neue von Steam hier der größte Reinfall ist vom Sound her. Dass ich die gekauft habe, bereue ich immer noch. Niemals das scheiß Ding kaufen. So, hier wird jetzt 225 angezeigt, allerdings ist das falsch. Wir fahren jetzt 140. Mehr ist auch nicht erlaubt. Normalerweise. So, wir nähern uns langsam Rheinfeld. Ich vermute mal, wir haben eine leichte Verspätung an das. Ja gut, wir sind durch den Lübecker Hauptbahnhof gefahren. Also nicht auf der Regionalexpressstrecke. Von daher hat es vielleicht ein bisschen mehr Zeit gefressen, aber ich wollte euch das unbedingt ein bisschen zeigen, wie das so aussieht, weil auf ganz rechts fand ich das ein bisschen langweilig, weil das ist so einspurig und so. Ich hab's gut gemeint. So. Zwei Bar mit zwei Bar bremsen wir mal ab. Da ist schon der Bahnsteig. Ja, das wäre Rheinfeld. Gut. Da wären wir. Erster Halt, Rheinfeld. Stehen auch ziemlich gut eigentlich. Naja, fast, aber na gut. Gut. Da unten läuft die Uhr, das ist schon mal was Gutes. Vor allem, weil das hier ein bisschen verbuggt ist. Wie man das ja sieht. Wir wären immer noch 220 Meter entfernt. Auch schon vorher, als wir losgefahren sind, anscheinend. Ich hoffe, das aktualisiert sich jetzt. Und geht das Ding hier eigentlich? Normalerweise müssten wir... Nee, funktioniert nicht. Schade. Naja, gut. Bad Oldesloe wird auch schon angezeigt. Und wir sind echt ziemlich gut dran. Wir fahren 12.18 Uhr noch los. Siehste? Ja, und so schnell fahren die wirklich da wieder ab. Gut. In 5 Minuten sind wir schon wieder in Bad Oldesloe. Geht's eigentlich ziemlich ruckzuck. Ja, aber Rheinfeld, Bad Oldesloe, das ist auch nur ein 5 Minuten Unterschied. Also, das waren eigentlich schon die ganzen Halte. Außer manchmal kommt noch Ahrensburg dazu. Aber nicht immer. Je nach Fahrplan. Eigentlich sind die meisten Halte Lübeck und bei Hamburg eher nicht. Da ist eine längere Fahrt.
Ja, wir sind ganz gut in der Zeit. 12.24 Uhr sollen wir dann kommen. Das ist eigentlich ziemlich sehr, sehr schön. Aber wenigstens die Kilometeranzeige funktioniert wieder. Das ist wieder schön. Aber eben, dass es eingefroren war, hatte ich noch nie gehabt, um ehrlich zu sein. Noch nie. Huch, ich wollte schon sagen, fahren da nur die Waggons? Da ist 112. Ja, mal auf 100 runter. So. Ja, Einfahrt Bad Oldesloe. Na, ein bisschen wenig FPS hier, ne? Oh, wir fahren noch ein bisschen schnell noch. Obwohl, nee, es geht. Ich würde mal sagen, sehr pünktlich angekommen. Besser kann man noch nicht ankommen. Wir sind sehr gut in der Zeit. Und jetzt fahren wir Fahrplan los, weil ich weiß nicht die Zeit, wie lange man nach Ahrensburg braucht. Aber trotzdem. Huch. Ja, hier steht ein Lind. Normalerweise fährt das die Nordbahn, aber dafür, dass ich da kein Skin oder kein Repaint habe für die Nordbahn, muss die Deutsche Bahn mithalten, die den Verkehr nach Nürnberg. Ne, Quatsch, in Nürnberg. Neustadt. Na, Quatsch. Oh, Blackout. Wie hieß das? Neumünster. Ja. Macht das die Deutsche Bahn. Über Bad Segeberg. So, jetzt haben wir angeblich ein rotes Signal. Das könnte nichts Gutes heißen. Wie die KI blockiert das Signal. Dann hätten wir ein kleines Problem. Gut. Geht schon wieder weiter. Alles super, auf geht's. B
Müssen wir mal aufpassen, dass das nächste Signal auf grün ist. Na, ich glaube, das ist sogar auch grün. Weil ich kann nicht auf grün schalten. Hier sieht man ja ganz viele Gleise. Normalerweise gibt es die nicht mehr. Die sind zugewachsen. Die werden also nicht mehr verwendet. Deshalb, die Elektrifizierung da ist eigentlich ziemlich unnötig. Da hätte ich mir doch gedacht, hier, das nächste Signal ist grün und das nächste zeigt rot. Ja. Wie gesagt, ich habe gesagt, das hat ein paar Macken, dass die Signale, deswegen funktioniert die PZB nicht. Aber eigentlich müsste das jetzt auch auf grün. Achso, das sind wir gar nicht. Ich nehme alles zurück. Ab jetzt fahren hier ja zwei Regionalbahnen auf der Strecke. Die einen fahren nur bis nach Bad Oldesloe und machen die ganzen Zwischenhalte hier. Und die anderen fahren bis nach Lübeck und ja, so ist es halt. Also zwischen Hamburg-Oldesloe und Hamburg-Lübeck. Ich weiß nicht, die anderen gelten auch als Regionalbahn, glaube ich. Ich habe die Regionalbahn zumindest jetzt erstmal genannt als KI. Auf der Karte. Wir sind nämlich jetzt hier. Und da ist ein Turaxo, wie ich da steht. Ja. Kupfermühle. Hört sich auch ein komischer Name an, ne? Frag mich ja gerade, welche Strecke, die, ob die Strecke hier auch noch von Deutsche Bahn Regio gemacht wird. Die Strecke Hamburg-Bad Oldesloe. Aber ich denke ja, eigentlich müsste das die Regionalbahn Schleswig-Holstein machen. Ist das so eine Untertochterfirma von Regio? Ist ja alles so geregelt, so untergesetzt und so. Was ich ziemlich doof finde eigentlich. Aber ist halt so. Ist gar nicht mal so übel eigentlich. Da kam schon wieder ein Gegenzug. Spiel in der 112. Aber winken. Und weiter geht's. Ja, der fährt bis nach Bad Oldesloe. Der hat nur vier Wagen. Hab ich mal so eingestellt. Damit man die ein bisschen unterscheiden kann. Ja, in 6 Minuten sind wir schon in Ahrensburg. Das geht ja ziemlich schnell, die Fahrt. Ich denke, die dauert ein bisschen länger, aber... Ja gut. Irgendwie kommt die Datei ein bisschen länger vor, aber so lange ist es nun auch wieder nicht, die Strecke. Hamburg-Lübeck ist nicht weit entfernt. Meiner Meinung nach. Ich mag ja irgendwie die Modelle von den Signalen. Die sind irgendwie cool gemacht. Sehen auch so ein bisschen älter aus, nicht so animiert oder... Bisschen realistisch sehen sie aus. Bisschen älter, dunkler, bisschen dreckiger. Das gefällt mir eigentlich.
Sehr schön gemacht. Besser als diese, in letzter Zeit habe ich ja nur diese Kombisignale gesehen. Von daher ist das eine schöne Abwechslung mal. Ja, ich habe ein bisschen privat aufgenommen, hatte aber kein, Quatsch, privat gespielt, aber ich habe keine Lust aufzunehmen gehabt, ja. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Und ich weiß, ich mache nicht viele Videos, aber ich versuche häufig mal was zu machen. Aber ich bin ja auch nicht so einer, der es jetzt regelmäßig macht. Ich mache es gelegentlich mal so aus Spaß. So wisst ihr das ja. Und umso mehr es eigentlich auch schauen, umso mehr Lust hat man, das auch irgendwie zu machen. Aber da die Leute mal so ganz gerne das so schauen, habe ich auch häufiger mal Lust, Train Simulator zu spielen. Letzte Woche, diese Woche, Quatsch, letzten Tage ging das nicht. Ziemlich viel Arbeitsstress und ja, Müdigkeit. Kommst du nach Hause, pennst du erstmal den halben Tag und dann hast du auch keine Lust mehr, was zu machen. Ja, so war das halt. Jetzt haben wir auch bald schon wieder Prüfungen. Und ich hoffe, ich bestehe. Man muss ja auch bald wieder anfangen zu lernen und ja. Mal sehen, wie das so wird. Mal sehen, wie es so wird. Aber wir schauen mal. 36,4. Zählt der eigentlich auf oder runter? Nee, der zählt auf, alles klar. Wir sind schon 37 Kilometer gefahren. In 2 Minuten sollen wir auch schon in Ahrensburg ankommen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da wechseln wir den Lokführer einfach mal. Weil wir können da eigentlich nicht rein, weil das Spiel abstürzen würde. Bei einer Chance von 99% Wahrscheinlichkeit. Nein, 1% nicht. Zumindest war es jedes Mal der Fall. So, abbremsen. Auf 40. Ja gut, runter, runter, runter. Aber er hat sich ziemlich viel Platz gelassen. Oh, guck mal, da kommt schon wieder ein Zug. Na, er fährt wieder nach Lübeck Hauptbahnhof. Ich finde, der hat die Wege auch irgendwie ziemlich eng gemacht hier mit der Entfernung der Signale. Du musst ziemlich stark bremsen, damit du da auf 40 runterkommst. Oder auf 0. Ist eigentlich ein bisschen stark gebremst, weil ich, ja, ich habe dann mal einen Bremstest gemacht und da fuhr die 112 noch 2 Kilometer weiter, vor allem, ja gut, deswegen bin ich auch, habe ich mich auch entschieden, die 218 zu fahren, weil der Bremsweg hier ein bisschen verbuggt war, irgendwie. Aber bei anderen Aufgaben funktionierte die wieder, die 212, was ganz komisch ist. Naja. Fahren wir in den Bahnhof ein und dann hat sich die Sache. Da hat jemand das Signal ja ziemlich weit nach vorne gelegt, ne? Na gut, andererseits müsste man ja auch abbremsen können, falls das Signal auf Rot springt und du fährst durch. Das ist auch nicht sehr schön. Eigentlich ist es nicht verkehrt. Obwohl, nee, halt, hier kommt ja schon das hier kommt ja schon eine Weiche. Deshalb, okay, ist alles gut. Eigentlich können die Signale nicht auf Rot springen, wenn da schon was ist, ne? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wäre es ziemlich brenzlig. Vor allem, wenn du schon den 500 Hertz Magnet überfahren hast, dann plötzlich auf Rot springt. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ziemlich gefährlich könnte das sein. Aber eigentlich müsstest du die Fahrstraße nicht auflösen können. Ich weiß nicht. Falls das mal jemand weiß, schreibt doch mal in die Kommentare, wie das so ist. Ich bin mal gespannt. Ich will es mal ein bisschen wissen. Bin ja kein ausgebildeter, vollwertiger Lokführer. Noch nicht. Aber irgendwann vielleicht. Ich
bin mal gespannt. Und ich freue mich auf einen Kommentar. Ja, hier ist die Ende unserer Aufgabe, das Ende unserer Aufgabe. Ja, bin eigentlich ziemlich erstaunt, dass das Spiel nicht abgestürzt ist. Umso besser. Haben wir eine schöne Aufnahme für uns. Aber jetzt fahren wir erstmal noch in den Bahnhof ein und dann sind wir auch hier schon durch mit dem Szenario. So, Endstation. Für uns zumindest. Der Zug fährt ja weiter normalerweise. Nur wir haben unsere Schicht beendet. Ja, wie hat euch denn die Aufgabe so gefallen? Bin mal gespannt auf eure Worte und Kommentare. Auf jeden Fall freut es mich, diese Strecke gefahren zu haben. Habe ich ja schon lange geplant und endlich mal durchgeführt. Ja, wie fandet ihr das Szenario so? Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen schönen Daumen hoch. Favorisieren. Kommentar hinterlassen. Ich liebe Kommentare. Ich mag das wirklich sehr, wenn Kommentare da sind. Gut, und ich bedanke mich und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.